Gut, wunderschönen guten Tag. Thema heute, wie du durch SEO 40.000 Besucher pro Monat auf deine Webseite bekommst. Ein Input habe ich heute schon gehört, kaufen. Ist nicht das, worauf ich hinaus will, wäre natürlich möglich, ist aber nicht zielführend. Ja, von dem her kommen wir mal zum ersten und wichtigsten Punkt. Hallo. Mein Name ist Markus Kemethofer. Ich bin Projektleiter bei IT Helps. Wir sind eine aufstrebende SEO-Agentur und glücklicherweise auch einer heute der Hauptsponsoren. Ich bin SEO-Experte und Google Ads-Experte. Ich mag es eigentlich nicht, mich selber Experte zu nennen. Aber wie bereitet man sonst so eine Folie vor? Ich habe selbst schon mehr als 200 erfolgreiche Projekte geleitet. Und meine Lieblingsfarbe, wie man es an der Präsentation erkennen kann, ist blau. Hat übrigens nichts Politisches an sich. Ja. Gut, das da ist IT Helps. Wir sind eine 16-köpfige Agentur. Ich weiß, auf den Fotos sind noch nicht 16. Das liegt daran, dass die Mitarbeiter schneller zu uns kommen, als wir Fotos knipsen können. Liegt auch daran natürlich, dass unsere Kunden sehr zufrieden mit uns sind und wir stetig neue bekommen. Gut, los geht's. Was sind mögliche Kanäle, um Webseitenbesucher zu generieren? Ganz einfach, das Thema heute ist ja SEO, also Search Engine Optimization. Ansonsten gibt es auch noch Google AdWords, Social Media Kanäle, Referenzen, die können sowohl offline als auch online sein und natürlich auch Offline-Marketing. Aber wie gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema SEO. Wir selbst, IT Helps als Agentur, machen auch noch Google Ads. Gut, was ist SEO? Search Engine Optimization ist quasi die Möglichkeit, in Suchmaschinen Webseiten nach vorzubringen. Ja. Dafür gibt es einige Tricks, Kniffs, wie man das so handhaben kann, damit man auch diese Besucher auf seine Seite kriegt. SEO ist mehr oder weniger mit den ersten Suchmaschinen entstanden und gibt es eigentlich schon seit den 90ern. Ja. Wie man sieht, gibt es schon einige Suchmaschinen, ja. Darunter eine ganz unbekannte, Google, Bing, Yahoo, Yandex, sind also einige Vertreter schon, je nachdem, wo man sitzt. Also die Marktanteile sind da natürlich ein bisschen variabel, was, sage ich mal, die Länder angeht. Aber heute gibt es für das eigentlich nur noch ein Synonym und das heißt googeln. Ja? Daher dreht sich auch mein Vortrag heute eher um Google. Hier sieht man auch nochmal den Marktanteil. In Europa haben wir da ungefähr 93%, je nachdem, was man da jetzt dazu nimmt. Wenn man jetzt nach Deutschland, Österreich geht, dann ist da die Prozentzahl noch höher. Aber da spielt dann natürlich, andere Suchmaschinen wie Yandex natürlich für den eher russisch angehauchten Sektor auch eine Rolle. Gut, wie war SEO früher? Man sieht es jetzt da nicht wirklich. Warum? Ganz einfach. Weißer Text auf weißem Hintergrund. Ja. Das war früher relativ möglich, einfach versteckt irgendwie irgendwelche Phrasen einzubauen. Und that's it, das war SEO früher. Ja. Bau einfach irgendwo Keywords ein, die keiner sieht, die Suchmaschine sieht das schon und schon bist du mit dem gewünschten Begriff vorne. Außerdem gab es damals Backlink-Farmen. Das heißt, irgendwelche dubiosen Websites mit seltsamen URLs, wo noch mehr Domains und URLs drauf versteckt waren, so dass die irgendwo hinverweisen. Damals war das ganz gut. Je mehr Backlinks du hast, desto cooler bist du im Internet. Ja. Das ist heute auch nicht mehr ganz so, weil es da natürlich einige Filter gibt und das dementsprechend schon von Google gehandhabt wird. Die Mitarbeiter von Google, sind ja glaube ich ein paar tausend, beschäftigen sich natürlich täglich damit, diesen Algorithmus stetig zu optimieren. Außerdem war damals Keyword Stuffing sehr in. Das heißt, ich schreibe einfach auf meine Seite 500 mal Fußball, ja, und easy going, ich werde mit dem Begriff Fußball gefunden. Auch das ist heute dementsprechend nicht mehr so möglich. Wie ist SEO heute? Ja, ganz einfach. Machst du einen Blödsinn, kommt Google drauf und es gibt Penalties. Ja. Das heißt, Google kann dich manuell abstrafen oder auch durch den Algorithmus abstrafen lassen. Das sollte heißen, man sollte sich nach den
Kriterien und Richtlinien richten, die Google vorgegeben hat. Ja, da gibt es die Google Guidelines und da würde ich jedem davon einmal raten, da einen Blick reinzuwerfen, weil da kann man die Qualitätsstandards von Google rauslesen und hat eigentlich schon von Google direkt vorgegeben, was es eigentlich gut wäre zu machen. Genau. Was ist wichtig? Google hat seit, ich glaube, Mitte 2018 wirklich offiziell dann schon begonnen mit dem Mobile First Indexing. Das heißt, Google schaut sich zuerst mobile Webseiten an und betrachtet dann, wenn überhaupt, erst die Desktop-Seite. Ja. Von dem her, achtet darauf bei der Suchmaschinenoptimierung, dass eure mobile Seite wirklich flutscht. SEO heute. Content. Natürlich braucht man Inhalte, ja, damit die Suchmaschine diese auslesen kann. Früher, wie gesagt, war es ja ganz easy, einfach irgendwas reinschreiben, die richtigen Wörter dabei und schon läuft alles. Mittlerweile sollte man den Content so gestalten, dass er für den Nutzer natürlich auch interessant ist. Ja. Und da gibt es einige Faktoren, auf die wir dann später auch noch kommen werden, die man da berücksichtigen kann. Ein weiterer Punkt ist natürlich die SEO-Technik. Ganz einfach, passt die Technik nicht, dann wird auch kein Ergebnis Richtung Google kommen. Weil wie soll Google eure Website indexieren, wenn zum Beispiel die Google Crawler-Bots ausgeschlossen sind? Ja? Das heißt, man muss dann natürlich einige Basics mal erledigen, dass Google einen perfekten Zugriff auf eure Website hat. Und desto leichter man es Google gestaltet, desto eher ist es natürlich möglich, dass man hier gute Rankings erzielt. Was ist noch wichtig? User-Signale. Mittlerweile ist ja Google noch mehr interessiert daran, dem Suchenden wirklich das perfekte Ergebnis zu liefern. Und die werden da immer besser. Das heißt, dementsprechend braucht Google auch Richtwerte, an denen sie sich richten können. Und da ist jeder von uns im Spiel beteiligt. Ja. Das heißt, es müssen die richtigen User-Signale auf der Webseite rüberkommen, dass man da auch für Google relevant ist. Da gibt es dann auch mehrere Punkte wie Verweildauer, Absprungraten und so weiter. Dazu kommen wir später noch. Und das Letzte sind dann die qualitativen Backlinks. Ja, was sind diese Backlinks? Webseiten, die auf euch weiterverlinken. Damals, wie gesagt, hat nur die Masse geregelt. Heute sollten es natürlich irgendwelche themenrelevanten Links sein. Es sollten Links sein, die, sage ich mal, nicht in dem Google-Filter ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel irgendwie politisch angehauchte Seiten oder pornografische Seiten. Ja, das wären dann eher keine guten Backlinks, sondern eher negativ zu werten. Gut, eine sinnvolle Optimierung startet mit einem Fahrplan. Was meine ich mit einem Fahrplan? Zuerst machen wir mal eine Keyword-Analyse. Denn wenn ich nicht weiß, wonach die Leute suchen, kann ich auch nicht wissen, auf was soll ich meine Webseite optimieren. Das heißt, sinnvoll ist es natürlich, dass ich zuerst die Wörter herausfinde, die wesentlich öfter gesucht werden als andere, damit ich dann auch natürlich die richtigen Zielgruppen ansprechen kann. Da gibt es einige Tools dazu. Eins davon wäre zum Beispiel der Keyword Finder. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das hinten noch sieht oder vorne sogar. jedenfalls, was weist dieses Tool auf? Man gibt ein Wort ein, man kann das Suchland bestimmen und hat hier dann eine Anzeige, wie oft etwas im Durchschnitt pro Monat aufs ganze Jahr gerechnet gesucht wird. Ja. Und da in diesem Tool habe ich dann auch noch einige Gimmicks, dass ich genau sehe, in welchem Monat wie oft. Weil da gibt es natürlich mehrere Themen, dazu kommen wir aber auch gleich, wann etwas wie oft gesucht wird. Ja, nettes Tool, kann ich euch empfehlen. Keine Sorge, es muss jetzt keiner mitschreiben. Am Ende werde ich nochmal alle Tools schön auf einem Slide präsentieren. Ja, außerdem ist eine Mitbewerbsanalyse sehr, sehr relevant. Warum? Ganz einfach, ich kann jetzt nicht als kleiner Möbelhändler um die Ecke mir denken, okay, ich stampfe jetzt einfach mal den IKEA, den XXX-Lutz und alles Mögliche und Co. aus. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, lern erstmal deinen Mitbewerb kennen, dann weißt du, welche Schritte du setzen kannst und welche Schritte du setzen musst, damit du besser als dein Mitbewerb sein kannst. So, und genau das machen wir eben auch für Kunden, die wir betreuen und dreimal dürft ihr raten, wann wir, sage ich mal, Richtung Optimierung gegangen sind. Ja. Das da war ungefähr Mitte 2018. Gut, und wenn ich jetzt mal die Keywords habe und ich auch den Mitbewerb kenne, dann sollte ich für mich ein Content Mapping organisieren. Was heißt das? Das heißt, ich habe mir aus der Keyword-Analyse mehrere Wortgruppen bzw. Keywords herausgefunden, die ich dann versuchen sollte zu clustern, um für jedes dieser Keywords eine Seite zu erstellen.
Vorsicht, für jedes dieser Keywörter meine ich nicht pro Keyword, also SEO-Agentur Wien, SEO-Agentur Wien Nord, SEO-Agentur Wien Süd. Ja, das braucht nicht alles eine eigene Seite, sondern man sollte nach sinnvollem Ermessen natürlich seine eigenen Keywords auf einen kleinen Cluster bringen und dazu dann eine zielgerechte Seite erstellen und optimieren. Ja, und jetzt gehen wir es an. Jetzt wird optimiert. Das erste ist, Content is King. Ja, hat Bill Gates schon damals gesagt, weiser Mann, zumindest ein reicher Mann. Das heißt, er muss wohl irgendwas richtig gemacht haben. Ja. Und genau so denkt Google heute auch. Wenn ihr richtige und gute Inhalte liefert, dann werdet ihr auch in der Suche belohnt und ihr werdet dementsprechend auch mehr Besucher kriegen. Welcher Inhalt ist aber für meine Zielgruppe sinnvoll? Ja? Das gilt es eben zu ermitteln. Und da rate ich jedem, gebt es einfach mal in die Google-Suche ein Wort, auf das ihr selber optimieren wollt, und schaut, was für Inhalte kommen. Und dann werdet ihr genau sehen, welchen Inhalt muss ich irgendwie in welche Richtung liefern, damit ich da auch gefunden werde. Ja. Nehmen wir ein sinnloses Beispiel daher. Fußballfeld. Wenn ich das eingebe, werde ich wahrscheinlich eher auf eine Informationsseite gelangen, als auf eine Seite, die mir Fußballfelder verkauft. Und das hat auch seinen Grund. Ja. Google weiß ganz genau, was erwartet sich der Nutzer, und demnach sollte man sich auch in der Content-Erstellung richten. Das heißt, schaut erstmal drüber und dann seht ihr auch, ist es sinnvoll, so oder so eine Seite zu erstellen. Ist die eher verkaufsorientiert, informationsorientiert oder wie ist der Inhalt davon gestaltet? Hierzu gibt es ein nettes Tool, heißt Answer the Public. Da werden einige Fragestellungen aufgerollt und aufgeworfen, die Leute oft in Google eingeben. Das heißt, ich habe dann FAQs, die ich eigentlich schon ganz gut für mich einsetzen kann. Und wo ich euch auch immer empfehle reinzuschauen, sind die Google Trends. Hier haben wir die DSGVO. Ratet mal, wann die am relevantesten war. Ja. Ist ein Begriff, der jetzt in jedem Keyword-Tool, da steht drin, ja passt, es wird 100.000 Mal gesucht, aber eigentlich war das genau nur am 25. Mai damals. Ja. Und ansonsten hat es natürlich auf und abgebaut. Mittlerweile ist das Thema eigentlich schon wieder durch und jedem so passiv irgendwie irgendwo egal. Natürlich tut jeder seine Hausaufgaben, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so medienpräsent. Ich empfehle, bei der Content-Erstellung eine WDF-IDF-Analyse zu machen. Was ist das? WDF-IDF heißt Within Document Frequency und Inter Document Frequency. Das heißt, hier gibt es Tools, die drüber rollen über die SERPs, also die ersten 10 Ergebnisse auf der ersten Google-Seite, und überall sich die Keywords, sage ich mal, herauslesen. Ja. Das heißt, ich sehe dann genau den Durchschnitt, wie oft wird ein Keyword auf all den 10 Seiten verwendet, und demnach kann ich mich natürlich orientieren. Die sind nicht ohne Grund vorne. Also sollte ich vielleicht die Keywords auch so und so oft in diesem und diesem Zusammenhang erwähnen. Ja. Nette Tools gibt es dazu, zeige ich aber später noch was her. Hier ist zum Beispiel Write. Ja. Damit kann man sich ganz gut einsehen. Da gebe ich jetzt einfach ein Wort ein, SEO, Deutsch, kann man das Land dazu aussuchen und habe hier dann meine Auswertung. Diese Keywords sollte ich überhaupt noch verwenden, von denen sollte ich mehr benutzen und von denen sollte ich weniger benutzen. Ja. Und daran kann man natürlich seine Texte orientieren. Wichtig, dieses Tool ersetzt keinen qualitativen Texter. Das heißt, ich kann dann nicht einfach alle Worte erwähnen, ja, und das war's. Das wäre zu leicht. Nein, der Text soll auch noch einen Sinn ergeben, ja? Weil ansonsten sind wir wieder bei der Thematik, die User-Signale fehlen und somit wird Google dann auch negative Impulse bekommen, wenn man sich daran nicht hält. Metabeschreibungen, Titel, Überschriftenstruktur, die absoluten Basics, die auf jeden Fall bei jeder Seite berücksichtigt werden sollten. Ja? Das heißt, befüllt bitte eure Metabeschreibungen, befüllt euren Titel, eure Überschriftenstruktur. Je nachdem, wie groß oder klein eure Seite ist, solltet ihr alle Seiten behandeln. Oder es ist mehr oder weniger dann ab einer gewissen Anzahl wurscht. Ich glaube, Amazon muss sich jetzt keine Sorgen mehr machen um Metabeschreibungen. Habt ihr aber eine kleinere Seite, ja, ist es schon sinnvoll, gerade wenn es sich um Titel- und Überschriftenstruktur handelt. Warum? Habe ich 26 Seiten und davon haben nur 13 einen Titel, heißt das, ich habe 50% meiner Hausaufgaben nicht gemacht. In Österreich ist das meistens ein Fünfer. Ja. Von dem her sollte man das machen. Genau, hier habt ihr nochmal zu sehen, in Joomla kann man das ganz easy bei den Beiträgen befüllen. Einfach zu den Beiträgen rein, beziehungsweise hier im Menü
kann man bei den Metadaten ausfüllen, beziehungsweise hier den Page Title. Ja, und wichtig ist auch die Überschriftenstruktur. Soll heißen, schaut, dass ihr eine H1 pro Seite nur einmal verwendet. Warum? Wie beim Aufsatz, ich habe eine Hauptüberschrift. Wenn ich 3, 4, 5 Hauptüberschriften mache, sagt mir dann eine Lehrerin in der Schule, okay, irgendwie weiß ich nicht, was dein Themengebiet ist. Genauso denkt Google auch. Das heißt, definiert eine Hauptüberschrift und macht eine normale Überschriftengliederung, ja, mit H2, H3, H4 und so weiter. Genau, jetzt kommen wir zur SEO-Technik. Da gibt es, wie ich sie nenne, On-Page-Maßnahmen. Das heißt Dinge, die man eigentlich auf der Seite selbst verändern kann, damit man einen positiven Impuls an Google erzeugt. Das erste ist, vermeidet 404-Fehler. Das ist überhaupt ein sehr, sehr kritisches Thema. Habe ich 20 Seiten und ich lösche die immer wieder und redirecte diese nicht, und dann mache ich das jetzt ein paar Jahre lang, dann habe ich irgendwann mal mehr 404 Seiten, als ich irgendwie Seiten habe, die wirklich erreichbar sind. Daher sollte man schauen, dass diese fehlerhaften Seiten zu vermeiden sind. Ja, einfach redirecten auf den neu gewollten Inhalt oder auf die Startseite. Dann könnt ihr natürlich diese Fehler vermeiden. Ist eben klar, was 404 Fehler sind? Ich glaube schon. Okay, Duplikate. Genauso zu vermeiden. Ja. Duplikat heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich zwei verschiedene sichtbare Seiten habe, die gleich sind, sondern ihr solltet darauf achten, ist eure Seite mit www und ohne www zu erreichen? Dann habt ihr schon mal jede Seite doppelt. Dasselbe gilt dann auch noch für HTTP und HTTPS. Ja. So könnt ihr euch relativ viele Eier legen und das sollte man auch vermeiden. Aber ansonsten natürlich auch nicht zwei gleiche Inhalte posten. Reden wir jetzt wirklich von identen Inhalten, also beispielsweise ein Online-Shop, der hat ein rotes T-Shirt und ein gelbes T-Shirt und das einzige ist... Ein rotes Fußball-T-Shirt, mhm. Dann würde ich das über eine Filteroption lösen, aber darauf achten, dass es irgendwie dieselbe URL bleibt. Also die URL sollte unique sein. So, jetzt habe ich da irgendwie in meiner Panik weitergedrückt. Weiterleitungen. Weiterleitungen, sehr, sehr wichtig, wie gesagt, um die 404-Fehler zu vermeiden. Beziehungsweise ihr solltet auch darauf achten, dass ihr richtig weiterleitet. Ja. Google liebt 301-Weiterleitungen. Alles andere ist eher so meh. Von dem her solltet ihr... Blöder Touch da. Von dem her solltet ihr darauf achten, dass die Weiterleitungen dementsprechend auch richtig gesetzt sind und zwar bitte per 301. Könnt ihr ganz easy in der HTAccess machen, habe ich aber später noch ein Slide dazu. Ja, und Follow und No-Follow, auch ganz wichtig. Gerade vorher habe ich ein paar Seiten durchgecheckt. Das kommt immer wieder vor, eure Seite verwendet interne No-Follow-Links. Warum? Ja, das sollte nicht vorkommen. Follow, Google darf es sich ansehen. No Follow, Google darf es nicht ansehen. Ja. In der Theorie schaut sich natürlich Google alles an. aber man kann zumindest mal einen Input setzen, wie man es gern hätte. Von dem her vermeidet einfach No Follow Links. Ja. Außer nach außen. Aber da würde ich auch aufpassen, ist nicht immer zielführend. Manchmal ist so ein Do Follow nach außen schon sinnvoll. Ja. Einfach um dieses sinnmäßige Backlink-Bild zu erhalten. Ja. Es schaut ein bisschen unnatürlich aus, wenn du lauter geile Links kriegst, aber du gibst keinen her. Und Google steht dann natürlich auf diese Diversität. Das heißt, den ein oder anderen Link würde ich auf jeden Fall schon auf DoFollow lassen. Aber natürlich ist das wieder die SEO-Verhandlungsbasis, die man dann auch nach außen trägt. Ja. Was ist so ein DoFollow-Link wert? Ja, das Wichtigste für Google, Speed matters. Das heißt, eure Webseite muss abgehen wie Schnitzel. Das es für Google relevant ist. Warum? Wartet man lange, ist das User-Signal das Schlechteste. Ich mache eine Webseite auf, ich komme gar nicht zu der Webseite und gehe schon wieder zurück. Da misst Google einen sogenannten R2-SERP-Faktor. Das heißt, wenn ich in den SERPs, in der ersten Google-Seite, einfach irgendwo draufklicke, ich lande auf einer Seite, es tut sich nichts und komme wieder zurück, bin ich innerhalb von, sagen wir jetzt, 4-5 Sekunden, länger wartet heutzutage keiner mehr, wieder retour. Und das misst natürlich Google, und zwar als negatives User-Signal. Ja. Das heißt, auf die Geschwindigkeit kommt es an. Schaut, dass ihr eure Seiten schnell gestaltet. Ja. Mhm.
Es ist ja oft so, finden sich heraus, wie sie das machen. Und bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bis zum Ende, bla bla bla, und konkret sagt sie nichts, wie irgendein Problem gelöst wird. Was ist das Learning daraus? Die haben vermutlich eine gute Metabeschreibung. Deswegen ist die Metabeschreibung ein passives Google-Signal. Ja? Ich empfehle euch, gute Metabeschreibung zu wählen. Warum? Sie locken User an, die dann draufklicken. Aber dann seid ihr im zweiten Step. Ja? Das ist wie in einem Vertriebsgespräch. Okay, ihr habt die Leute mal an der Angel. Wenn ihr dann aber irgendwie kein Know-how dahinter habt, werden die Leute wieder gehen. Genauso ist es hier. Das heißt, schaut, dass der Inhalt auch eurer Metabeschreibung entspricht. Ja? Genau, Sitemap XML. Das heißt, ihr solltet von eurer Website auch nochmal eine Sitemap gestalten und die dann auch in der Search Console bereitstellen und an Google übermitteln. Warum? Dadurch hat es Google noch leichter, die Seiten von euch zu indexieren. Robots.txt. Hier kann ich auch nochmal genauer einstellen, ob Google jetzt diese Seite ansehen soll, ob sie nicht angesehen werden soll und so weiter. Ja. Empfehle ich auch jedem, dass da mal drüber geschaut wird. Neue SEO-Theorien oder neue SEO-Theorien besagen, ja, dass man sich vielleicht nur auf die wichtigsten Seiten beschränken sollte und vielleicht doch nicht jede Seite irgendwie relevant ist, um gegen andere zu konkurrieren. Von dem her schaut es, dass auf jeden Fall eure wichtigsten indexiert werden und was ihr nicht braucht, das kann ruhig in die Robots. HTAccess, hier könnt ihr eure Redirects einstellen. Ja. Sehr, sehr wichtig auch für Shortlinks und Sonstiges. Strukturierte Daten, auch ein Teil der SEO-Technik, da helfen wir Google beim Lesen. Warum? Ich sage Google ganz genau, hier beim Wiener Gürtel handelt es sich um eine Straßenadresse. Wien ist eine Lokalität, Straßenadresse, ja, und so weiter. Das heißt, da gibt es einige Befehle, die mit schema.org oder anderen, ja, über die strukturierten Daten. Gute Frage. Genau, ja. Da spielen nämlich mehrere mit. Ich weiß aber jetzt nicht genau welche, aber andere schauen definitiv drüber. Ja. So, bin schon wieder zweit. Genau. Aber that's it. Schaut euch einfach mal etwas genauer zu den strukturierten Daten an. Sind gar nicht so irrelevant. Backlink Building. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen gute Links. Soll heißen, wir sollen gute Inhalte liefern, weil dann werden wir auch Backlinks bekommen. Ganz einfach. Wenn ihr den geilsten Artikel dieser Welt schreibt, mag den jeder teilen. Ja? Und das machen Leute auch unter anderem auch auf Websites. Von dem her, liefert ihr gute Inhalte, werden eure Inhalte woanders vielleicht irgendwie verwiesen und somit könnt ihr automatisch gute Backlinks für euch generieren. Ein wichtiger Punkt sind auch noch Blogger, Lieferanten, Partner. Ja? Schaut, dass ihr in einer Community aktiv werdet. Sprecht mit den Leuten herum, so werden sie natürlich auch auf euch verlinken. Das heißt, habt ihr jetzt irgendwie eine IT-Seite, irgendein IT-Vertrieb und ihr habt mit vielen Bloggern Kontakt, ja, die Produkte vertreiben, dann lasst sie doch mal was testen. Vielleicht ist da ein Backlink für euch drinnen. Regionale Plattformen. Ganz wichtig auch, jetzt bin ich, sage ich mal, ein kleiner Betrieb in Klosterneuburg und da gibt es zufälligerweise ein Bezirksblatt, das auch eine Webseite hat. Dann könnte man da auch noch probieren, sich natürlich zu melden. Vielleicht erhält man dadurch den ein oder anderen Backlink. Außerdem Interviews geben. Sehr, sehr beliebt. Ganz einfach, ich rede, werde irgendwo publiziert, ja, und erhalte dafür einen Backlink. Also wie Sie sehen, es gibt eigentlich relativ viele Möglichkeiten, irgendwo Backlinks zu generieren. Außerdem Inhalte zur Nutzung bereitstellen. Da gibt es einige Schmähs, wie man so sagt. Man kann zum Beispiel eine Vorlage zum Download anbieten und kann sagen, okay, und wenn du diese für deine Webseite nutzen willst, dann verlinke auf mich. Ich habe hier dahinter ein Rufzeichen gemacht. Warum? Muss ich aufpassen, weil dann kann ich es irgendwann nicht mehr kontrollieren, wer das macht. Ja. Da wird es dann relevant, sind da negative oder nur gute Backlinks dabei. Da rate ich jedem, holt euch irgendein Link Research Tool. Also gut, Link Research Tools ist ein gutes Tool, aber es gibt auch andere Tools, die, sage ich mal, die Backlinks beachten und da könnt ihr dann ein Disavow-File bei Google einreichen, um zu sagen, okay, ich mag nicht, dass diese Backlinks geltend gemacht werden. Ja? Gute Frage. Gute Backlinks sind, sage ich mal, Links, die irgendwie zum
Thema passen. Außerdem kann man sich mit SEO-Tools das Backlink-Bild jeder Webseite ansehen. Das heißt, ich kann schon irgendwie erkennen, okay, ist da so ein altgenannter Link-Juice irgendwie auf einer Seite vorhanden oder nicht? Und da kann ich dann dementsprechend abwerten, ist das für mich sinnvoll oder nicht. In diesen Tools gibt es mittlerweile auch schon Vorschläge, was sind gute und was sind schlechte Backlinks. Aber ich würde sagen, da sollte man sich jeden auf jeden Fall manuell mal ansehen. Ja. Genau. Exakt, genau, ja. Und da wäre es halt auch wichtig für sich halt dann natürlich, eine Masse ist gut, aber die Masse alleine regelt es nicht und man sollte schauen, dass es eine gute Masse ist. So, UX-Optimierung. User-Signale, jetzt sind wir endlich da. Warum sind User-Signale so wichtig? Jetzt habe ich es eh schon ein paar Mal erwähnt. Die Leute sollen natürlich auf eurer Webseite bleiben, ja. Das heißt, gemessen werden Nutzer, neue Nutzersitzungen, Absprungrate, Seiten pro Sitzung, durchschnittliche Sitzungsdauer. Ein Haufen Begriffe. Was ist die Kernaussage davon? Ein User, der auf eure Webseite kommt, sollte sich wohlfühlen und da auch länger seine Zeit verbringen. Warum kommt er und geht gleich wieder? Negatives Signal für Google. Das heißt, schaut auch, dass ihr Inhalte bereitliefert. Ja? Ja, weil Google genau misst, wann du klickst. Und wann du wieder zurückkommst, falls du wieder auf dieselbe Seite zurückkommst. Natürlich kannst du, sie können es natürlich nicht exakt hundertprozentig berechnen. Genau, ja. Es kommt natürlich durcheinander, ja. Aber die Kernaussage ist, viele Leute googeln ja nicht so, wie, sage ich mal, Leute, die jetzt aus der IT- oder Webbranche kommen, sondern die schauen erstmal, fahren hin, klicken, merken, okay, ist nicht gut, gehen auf den Zurückpfeil. Ja. Und das machen sicher die Mehrheit der Menschen. So, lange Klickpfade optimieren. Ganz wichtig fürs UX-Design. Habt ihr zum Beispiel einen Online-Shop, da habe ich letztens jemanden betreut. Es hat exakt 19 Klicks gedauert, bis ich mal bestellen konnte. Jössers, genau, ja. Ich meine, vielleicht ist es von der Verweildauer her ganz gut, aber die Frage ist, ob man überhaupt so weit kommt, dass man was kauft. Ja. Und ich glaube, der Verkauf sollte in einem Shop im Vordergrund stehen. Das heißt, schaut, dass ihr wirklich irgendwo Klicks ausspart, wo es nicht notwendig ist, dass man klicken müsste. Da kann ich empfehlen, Hotjar ist ein geiles Tool. Da habe ich so eine Heatmap. Ich sehe dann, wo die Leute hinklicken und wo sie sich mit dem Cursor bewegen. Ja, und das ist natürlich richtig, richtig geil, wenn ich, sage ich mal, Produkte in den Vordergrund rücken will, wenn ich schauen will, wo ist jetzt der Warenkorb am besten platziert und. Ja, also da lässt sich sehr viel mit dem natürlich anstellen. Nutzt Videoinhalte. Warum? Ganz klar, habe ich so ein geiles schnittiges Video von 1,30 auf meiner Webseite, habe ich schon mal ein positives User-Signal, plus ich habe die Lesefaulen auch noch gleich von meiner Leistung überzeugt. Ja. Das heißt, schaut, dass ihr auch Short-Videos auf eurer Website verwendet. Und natürlich Klassiker, Kontaktformular minimieren. Ich hatte es schon oft vor, dass ich selber jetzt irgendwo was bestellen wollte, mich irgendwo registrieren wollte und dann... Na, servus. Und dann dauert das natürlich dementsprechend lange. Ja. Und das sollte nicht Ziel und Sinn der Sache sein. Das heißt, schaut, dass ihr in euren Kontaktformularen wirklich nur die wichtigen Dinge mit einbaut, sodass der Nutzer dann auch wirklich schnell und effektiv dazukommen kann. Ja, noch da. Sehr gut. Ziel erreicht. Aber irgendwie ging mir das jetzt schnell. Hat er was überspringen? Na, wir sind einfach flott vorangekommen. Ja. Ziel erreicht. IT Helps hat auf der Webseite schon die 40.000 geschafft. Das haben wir natürlich durch sämtliche Optimierung geschafft. Und ich wurde heute schon gefragt, ist das mit einer Joomla-Seite möglich? Wir haben eine Joomla-Seite. Also kann ich da... Das ist pro Monat. Das war im Mai. Ich muss sagen, die DSGVO hat da mitgespielt. Aber hier sind es ungefähr so 36.000. Genau, also zwischen 44.000 und 36.000 sind wir da relativ konkret schwankend. Ja, die SEO-Tools auf einen Blick, wie versprochen. Das können wir hier noch schnell durchbesprechen. Für Keyword-Recherche verwende ich gerne den Keyword Finder, beziehungsweise auch den Google Keyword Planner. Beziehungsweise Google Trends,
natürlich auch vor, so wie wir das bei dem DSGVO-Sheet gesehen haben, sehr hilfreich, oder für die FAQs Answer the Public. SEO-Rankings und On-Page-Tools, Vorreiter für mich Systrix, aber Xovi, Ahrefs und Rights sind auch sehr, sehr tolle bezahlte Alternativen. Ja. Search ist für mich das Geilste, was Freeware ist. Da kann man sich wirklich jede einzelne Seite schön auswerten lassen. Das listet dir von H1 bis Meta bis Title bis verwende mehr Text und alles aus. Ja? Was ich mir nicht erinnern kann, ist, glaube ich, Hotjar muss man das, ich glaube, einbinden. Das läuft dann genau, ja. Für ein dritter Bieter Ding. Mhm. Je nachdem, wie gut er sich auskennt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, gibt Tools, die ich einsetzen kann auf meiner Homepage, die so quasi nativ mitlaufen. Zum Beispiel beim Hoster, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber da gibt es sowas, das nutzt die Log-Files, die der Server generiert, um eben auch gewisse Daten darzustellen. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ja. Ich kenne dementsprechend auch nichts. Aber es, ja? Also es gibt gerade in der Tuna-Community gibt es in Schweden, die in Stockholm die Pixpo Labs, und die haben, glaube ich, ein Angebot kostenpflichtig für Tuna, das genau das macht. Okay. Pixpo Labs. Okay, ja. Dann danke auf jeden Fall für den Input. Werde ich mir dann selber natürlich auch mal gönnen und anschauen. Ja, um hier noch einmal weiterzumachen. Link Research Tools und Ahrefs sind sehr, sehr geil für Backlink-Analysen. Hotjar, wie gesagt, aber da gibt es jetzt auch die Alternative dazu. Und PageSpeed, auch ganz wichtig. Ja, habt ihr hier auch ein paar Vertreter. Schaut, dass ihr wirklich den PageSpeed in Ordnung kriegt. Kümmert euch um eure Requests, dass die verringert werden. Schaut, dass Dinge nur dann geladen werden, wenn es sinnvoll ist. Ja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wer das nicht abfotografieren will, ich habe da auch noch einen Haufen Visitenkarten, kann sich auch gerne jeder nehmen. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie es zeitlich jetzt aussieht, ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wenn du natürlich dann die Beschreibung machst, dann hast du ja sowieso ein bisschen im Reiter und hast dann letztendlich da die Möglichkeit, im Auro-Index Follows zu werden. Weil manchmal ist es ja auch so, dass teilweise dann irgendwelche Artikel noch, sag ich mal, irgendwo im Hinterwäldchen bei Google sind und dann hast du da auf einmal ja manchmal auch ein Problem, dass du dann noch deswegen zum 404 kommst, weil irgendwas verschoben wurde oder so. Möglichkeiten gibt es natürlich immer mehrere, ja, wie man Dinge lösen kann. Wir regeln eigentlich alles, was in No-Index kommen soll, ausschließlich über die Robots. Genau, aber Möglichkeiten gibt es natürlich etliche. Wie ist denn das mit dynamischem Content, wie zum Beispiel eBay? Die müssen ja das Problem haben, dass die 5 Millionen gelöschte Artikel jeden Tag kommen, oder 5 oder wenn nicht reichen, vermutlich. Die müssten ja Millionen an 404 rankriegen. Was machen die? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei eBay genau ausschaut, aber es gibt automatische Tools, Plugins, sonstiges, die automatisch zur Startseite oder zu anderen Inhalten redirecten.
Beziehungsweise kann es sein, dass sie aufgrund der Größe, ja, dass es einfach egal ist. Weil wenn sie, sage ich mal, wenn 99% des Inhaltes da ist, ja, und 1% nicht, dann spielt es dann eher weniger eine Rolle. Aber da gibt es einen Input, glaube ich. Könnte so gelöst werden, ja. Also ist auf jeden Fall eine valide Möglichkeit. Gut, hat sonst noch jemand eine Frage? Nein? Ja? Definitiv. Vor 2 Jahren waren wir noch 5 Leute. Jetzt sind wir mittlerweile 16, Tendenz wachsend. Das ist natürlich nicht nur durch solche Veranstaltungen möglich, sondern auch den Traffic, den wir erzielen. Der Traffic, sage ich mal, ist natürlich größtenteils informationsgesteuert. Das heißt, es wäre jetzt schön, wenn davon natürlich 10% Kunden herauskommen pro Woche, pro Monat. Ist natürlich nicht der Fall. Ja. Aber man hat auf jeden Fall schon mal so eine Art Branding, weil irgendwann heißt es dann in weiterer Folge, darum sollten Inhalte immer optimiert werden, heißt es, dann ist vielleicht Informationsbeschaffung irgendwann mal ein Synonym für IT Helps. Ja. Und das ist natürlich etwas, was dann auch zu Umsatz führen kann. Das heißt, es ist ein positiver Nebenfaktor. Gut. Ich glaube, dann sind wir durch. Dankeschön.